Jo. Willkommen zurück bei Crimdawn, Lockalf und dem Gero. Ich grüße euch. Jo. So, dann wollen wir mal die letzte Quest abgeben, die wir hier noch abgeben können, mit der Halskette. Und die nette Axt haben wir dabei auch ausgerüstet. Und das wäre jetzt Ilhard. Du bist zurück. Ich sehe, du trägst das Amulett meines Bruders. Ist es also so, wie ich es befürchtet habe? Leider war Milton einer der Toten. Das ist nur schwer zu verkraften. Milton, mein Bruder, es tut mir so leid. Vielen Dank, Fremder. Jetzt kann ich mit der Gewissheit weiterleben, dass mein Bruder von all dem Elend erlöst wurde. Ich bedauere den Verlust. Nun denn. Ich schaue mal eben, ob uns die Dame derweil vertraut. Aber scheinbar ist dem nicht so. Ich darf nicht mit euch sprechen. Sprichst du gar nicht? Oh nein, sag ich nicht mit der Konstantia. Okay, wir haben ein weiteres Quest geschafft. Und haben jetzt noch zwei Tötungen, so nach dem Fahrer des Pferdewagens und des Lisslager. Und wir müssen noch den Lehrling von Kaspar finden. Jo, würde ich sagen. Geht's weiter gleich Richtung von Gero. Das sind aber auch dein Flitzt. Ja. Und denn ich sage nicht hinaus aus der Höhle. Ich habe diese böse Vermutung, dass wir hier draußen doch wieder Lecks haben. Wow. Das ist super nervig. Und da oben haben wir einen Quest. Lusok Graves. Gott sei Dank ist jemand gekommen. Dieses Liss haben meinen Pferdewagen angegriffen und alle meine Wachen getötet. Ich denke, sie haben mich nur deshalb am Leben gelassen, dass sie mich später noch frisch verspeisen können, diese Bastarde. Bastarde! Ich komme aus Devil's Crossing, ich kann euch helfen. Macht dir nichts vor, sieh das Blut an. Ich bin nicht in der Lage, da rauszugehen. Es würde euch zwar nicht gefallen, aber ich helfe euch trotzdem. Das Letzte, was ich will, dass meine Beine hier bleiben, während der Rest von uns geht. Also dann. Hinweg mit dir. Und damit haben wir schon wieder ein Quest erledigt. Sehr, sehr cool. Ihr seht, es gibt immer noch leichte Lags, aber soll es nicht weiter stören? Geben wir uns weiter auf die Suche nach. Ja. Norden, Süden, Osten, Westen. Schauen wir uns dahin, wo es schwarz ist. Oh.
Da, wo Gegner sind, waren wir noch nicht. Eine Lehrlingsfunika, okay, was ist das? Wer ist er? So, lieber Gero ist ihm schon wieder vorne weggeflitzt. Sagt denn die Map ja. So, da bin ich wieder. Ich hatte mal wieder Telefonatgespräche. Sehr gefragter Mensch. Ja, ihr merkt schon. Und nebenbei zocken können. Natürlich. Und zwar. Das ist ja Multigamer. Ein Multigamer und wie sagt man, multitaskingfähig. Mhm. So, dann auf gen Norden. Und ich werde auf jeden Fall für das. Für die nächste größere Aufnahmesession mal schauen, was ich an meinem Internet noch ein bisschen stabilisieren kann, weil, ja, das macht uns keinen Spaß. Das kann ich mir vorstellen, vor allem, dass der vorher richtig schön lief. So. Hier noch? Ist auch schon hier noch was? Verschwunden. Von Power. Gegner. Da haben wir noch ein Lager. Süd. Ein Endlager. Kannst du sagen. So, dann hätten wir dieses Foggy Bay fast durch vom Gebiet her. Wir haben jetzt noch da unten ein bisschen was und dann kann man schon auf den nächsten Weg machen. Ne, dürfte aber nicht sein. Nö. Gut, dann. Wir sagen auch Richtung. Ja. Genau. Ui. Auf zum nächsten Portal. Oder das nächste, schau mal über auf die große Map. Oh, eine kaputte Brücke. Verdammt. Stimmt, da oben. 3 Schrott und 5000 Eisenstücke. Und schon bezahlt. Ui. Da hat auch jemand ganz viel Geld. Oh, auf jeden Fall. Wir müssen sowieso 8 Millionen in die Höhle. Ja, da ist eine Quest drin. Aber können wir da. Ja, gehen wir erstmal zur Quest, würde ich sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob hier oben der Schrein schon war oder. Weil drinnen dürfte, glaube ich, noch ein Schrein gewesen sein. Ich weiß nicht. Hast du schon Dynamit gefunden? Nee. Aber ich bin in der Höhle. Ja, ich auch. Ich bin fast. Und da haben wir das nächste Portal. Stimmt, nach der Höhle kommt das nächste Portal, oder? In der Höhle ist das Portal schon auch. Tschüss. Mhm. Ist ja Wahnsinn. Weil hier drinnen kann man nämlich mit Dynamit was freispringen, wenn ich mich recht entsinne. Na, hab ich leider noch keins bekommen. Das gibt's ja nicht. Aber ich entschuldige mich bei der Aufnahme jetzt echt für die Lags, das ist inzwischen nicht mehr feierlich. Aber beim nächsten Mal werden wir dann. Definitiv wieder hier flüssig going haben. Bis dann machen wir ein bisschen Monster Tier Show.
Na geht's. Jetzt wird's aber langsam nicht lächerlich. Wer weiß, was in deiner Nachbarschaft los ist mit dem Internet? Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich kann nur Spaß haben, das nächste Mal Sendemasten wechseln. Vielleicht kriegt das ja was. Und ich kann eine Schrott aufheben. Ja, die Welt ist wieder in Ordnung. Can't do that yet. Wenigstens ist der Schrott gerettet. So, der war auch Schrott. Du bewegst dich quasi sprunghaft. Ich bin da oben auf dem Sprung. Ach ja. Stufe 14. Nice. Ja. Das bei mir ist gerade Standbild. Sehr ärgerlich. Einen Dolch gefunden mit Blitz und Sturmtotem. Ui, yay, da Schrott. Ach, ja. Ja, Blitz und Gift ist auf jeden Fall eine interessante Mischung. Das sind ein paar Gegner. Ja, Gegner. Gewesen. Ja. Ich glaube, hier kommt man hinter der Brücke raus. Eine verzierte Truhe. Ich tu mal zumindest so, als würde ich draufschlagen auf die Gegner. Wie? Ja, du willst auch draufschlagen, das finde ich sehr nett. Es ist doch echt nicht wahr heute. Alter. So, wir haben eine riesen Leiche. Aber die. Ah, doch. Die will ich haben. Ein grüner Gegenstand. Was haben wir denn da? Hübsches. Ein Bampf. Bampf de Fuckpfiff. Elementar wieder Stand. Das ist eine ordentlich große Höhle. Oh, ein. Was Monster. Kannst du mit draufhauen? Ja, ich versuch's zumindest. Ich wüsste, wo sie ist, gerne. Ah, jetzt. Sehr nice. Was haben wir denn da? Ein grünes Wäffchen. Noch mehr Gegner hier. Was ist das da? Ah, ein
Altar. Ein Schrein. Mhm. Start. Zwei Schläger. Langsam geht's da mit den Hellspawns bei mir voran. Sehr nice. Und was Blaues. Wow, echt jetzt? Ja. Zwei grüne Sachen, aber... Und ein Schild. Naja, gut. Verteidiger von Devil's Crossing. Immerhin. Schild. Weniger Schaden durch, weniger Schaden durch. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ne? Ja, aber wie gesagt, ich nehme keine Schilde mit. Ich nehme lieber eine Nebenhand mit. Hm. Die mir noch Fähigkeiten gibt. Ich schau mal kurz, was das Ding hier ist. Das ist eine Klinge Einhand, aber. Und die letzten Schuhe habe ich jetzt mir angezogen. Okay, ich habe ein Schild bekommen. Oh, deine guten Schuhe, oder wie? Mhm. Sehr nice. Was haben wir hier? Oho, was ist das denn? Unterarmschienen der Schnelligkeit. 49 Rüstung, Blitzschaden, Stromschaden, Angriffsschaden. Zauberelementar. Das ist eher was für Zauber oder so. Mhm. Was ist das für ein Unterschied macht, wenn ihr die anlegt? Eher nicht so gut, verkaufe lieber. Da gibt es sicherlich bessere Dinge. Und ein Amulett. So, dann wollen wir mal die Schildkröte weiter skillen. Und 100 Leben mehr. Die noch ein Amulett. Und Panzer. So. Ist schon wieder so weit. Die Evolution. Was, den Panzer oder... Ah nein, plötzlich erstmal die Schildkröte selber. Genau. Okay. So. Und da gibt es eine schöne Schutzbubble, die sich ja dann levelt und ein bisschen Schaden absorbiert. Sehr interessant. Genau, bestätigend. Ja, gibt es schon. Und wir haben schon wieder Punkte zu vergeben im Skillbaum, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir, wenn wir aus der Höhle hier raus sind. Und dann später im Dorf wieder uns den Skillbaum etwas genauer anschauen. Was ist doch er ein denn? Ein Schluhofer. That skill's not ready. Und dauern ist das Ignis. Und noch grüner Gegenstand. Geht doch. Und noch ein grünes Schild. Ja, gut, ein bisschen Energie brauche ich für meine Schamanen-Skills, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, die zu haben. Aber ich werde mir die nochmal in Ruhe anschauen. So. Das kommt dahin, das kommt dahin. Da könnt ihr das mitnehmen. Jetzt müsste es eigentlich langsam ja rausgehen, oder? Dürfte fast am Ende sein. Da ist es schon. Und willkommen zurück. Wo kommen wir raus? Und jetzt bringt einen ganz schlimmen, schlechten Spruch. Und damit ist gleich aus dem Haus. Best Rhyme ever. Und hier sind wir bei... einem noch nicht eingenommen Portal, das nehmen wir noch mit. Und hier ist noch ein Buch. Vielleicht möchtest du es lesen. Jo, wenn ich es aufnehmen kann, schon, ja. Joa. Und hier vorne haben wir das Lager dann, wo wir dann uns entscheiden können, ob wir den Jungen als Schmied nehmen oder den alten Knacker. Dann suchen gehen. Das überlasse ich dir. Okay. Und damit
sind wir hier am Endscreen. Beziehungsweise am Ende der heutigen Aufnahmesession, würde ich sagen. Ich bete, dass einer von uns durch diesen Albtraum schafft, um den Bericht abzuliefern, ist hier der letzte Eintrag. Ihr seht, uns im Task knackevoll. Und ich sage damit, schau mit V, euer Kalf und mein lieber Kommenspieler Jerusalem. Auf Wiederhören und Wiedersehen.